Was wir brauchen, machen wir dabei. Wir reisen mit den Nächten im Bett. Unser Geschäft verlieren wir neu. Die Achsen fühlen sich weg. Es ist Zeit für Rock'n'Roll. Mit diesen Worten hat Peter Maffay seine Wenn das so ist Tour 2015 angekündigt. Und er hält sein Versprechen, auch beim Open-Air-Konzert im Schlosspark Bad Mergentheim. Das gleichnamige Touralbum stürmte im vergangenen Jahr sofort auf Platz 1 in den Charts und ist bereits das 16. Nummer 1 Album des 65-Jährigen. Damit ist er der erfolgreichste deutsche Chartkünstler aller Zeiten. Und die Fans sind ihm nach wie vor treu. Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht abzusehen. Insgesamt waren seine Alben weit über 1000 Wochen in den deutschen Hitparaden vertreten. Der Titel seines letzten Live-Albums sagt alles. Niemals war es besser. Wir tun, um was wir lieben. Und leben nur das, was wir tun. Es zählt, was ist und nicht, was war. Denn niemals war das besser. Niemals war das besser. War das niemals besser. Mit dabei auf Tournee ist die legendäre Peter Maffay Band mit Peter Keller, Karl Parton, Pascal Gravetz, Ken Taylor und Bertram Engel. Mehr als 40 Millionen verkaufte Tonträger und 10 Millionen verkaufte Konzerttickets dokumentieren die grandiose Karriere eines einzigartigen Sängers, der auch sozial sehr engagiert ist. Und unter anderem auch deshalb bereits 6-mal den wichtigsten nationalen Musikpreis Echo in Empfang nehmen durfte. Wir waren auch schon in der Schleierhalle, aber Open Air hier und der Kulisse viel besser. Richtig gut. Open Air ist unschlagbar. Und der Peter Maffay sowieso. Klasse, klasse Show, wirklich. Nach sehr schönen und spannenden Start. Das Finale war dann grandios, ne? Muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Geil. Ich war heute das erste Mal da und es war super. Wir kommen wieder. Fantastico, Maffay ist der Beste. Schon immer besser. Der erste Konzerthöhepunkt des Jahres in Bad Mergentheim ist ein voller Erfolg. Und die Fans freuen sich schon auf die kommenden Live-Acts in der Kurstadt. Am 10. Juli kommt Adel Tawil in den Schlosspark. Am 11. Juli spielen hier die Fantastischen Vier.